Fischer, beziehungsweise On My Way to Own You, mit einem weiteren Let's Try, Let's Play, Let's Fail. Heute zocken wir mal das MOBA Smite. Es ist am 25. März 2014 rausgekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das heißt, es ist noch nicht mal ein Jahr draußen und hat schon bei Facebook über 1 Million Likes, was natürlich richtig krass ist, da es halt wirklich so ein junges Spiel ist und trotzdem so ein Hype, also was heißt gehypt? Der Hype ist wirklich super bei diesem Spiel, beziehungsweise er ist halt ziemlich hoch, aber er ist auch berechtigt, meiner Meinung nach. So, ohne jetzt viel rum zu erzählen, das kann ich alles in-game machen, machen wir einfach mal Play und Arena und Go. So, let's fail, würde ich mal sagen. Also ein paar Hintergrundinformationen habe ich halt. Ihr könnt das Game halt, es ist halt free to play. Es ist nicht pay to win, das heißt die ganzen Ingame-Käufe, die ihr macht, entweder mit Echtgeld oder mit mit der Ingame-Währung, ich weiß jetzt gar nicht, wie die hier heißt. Achso, doch, Favor heißt die und Gems ist die Echtgeld-Währung. Also, es gibt halt, wie gesagt, Skins, dann gibt es verschiedene Götter, also hier heißen die halt nicht Champions, sondern Götter, die halt zockt. Und das Besondere an Smite, was es so meiner Meinung nach, beziehungsweise was ich jetzt halt weiß, es ist halt besonders in der Hinsicht, dass es aus der Third-Person-Sicht gedreht wird, beziehungsweise gespielt wird. Denn ihr seht halt euren Hero, beziehungsweise euren Gott vor euch und dann könnt ihr halt die Spells, das heißt mit Skillshots, müsst ihr halt versuchen, eure Fähigkeiten zu landen. Also es ist wirklich sehr skillbasierend, denn mit einem Missklick, das heißt also bewegt euch mit WASD halt, wie in einem normalen Shooter, halt in einem Third-Person-Shooter, so, und es ist wirklich richtig cool, obwohl es euch vielleicht am Anfang verwirrend erscheint oder ihr mit dem Game am Anfang vielleicht nicht klarkommt, dann spielt einfach ein bisschen Practice, spielt ein bisschen Co-op und dann könnt ihr halt zu Normal Games wechseln, das heißt gegen richtige Spieler PvP. Ich selbst werde jetzt ab heute auf keinen Fall PvE zocken, das heißt PvE halt schon, wenn es kein PvP gibt bei einem bestimmten Spiel. So, aber sonst werde ich halt wirklich nur PvP zocken. Das heißt, ich werde euch keine langweiligen Tutorials zeigen. Ich werde euch nicht irgendwas dämlich erklären, als ob ihr hier irgendwelche 13-jährigen Kiddies seid, die zum ersten Mal am Rechner sind. Wenn ihr... Also mir ist euer Alter egal teilweise. Ihr sollt... mir ist halt nur wichtig, dass eure Videos euch gefallen. Beziehungsweise, dass ihr halt Spaß an meinen Videos habt. Euer Alter ist dabei nebensächlich, aber ich meine halt damit, wenn ihr halt nichts mit Rechnern anfangen könnt oder nichts mit MOBAs anfangen könnt, dann ist teilweise mein Channel nichts für euch, da ihr schon wirklich entweder wenigstens ein kleines Wissen über bestimmte Spiele haben müsst. Ich will euch halt nicht unbedingt damit verschrecken oder sowas, aber ich will halt nicht, dass irgendwelche Leute dann ankommen, ja, kannst du mal das und das erklären und das und das erklären? Das mache ich dann auch wirklich gerne, beziehungsweise dann verbessere ich das im nächsten Video, aber ich von mir erkläre halt so viel, wie ich halt denke, dass man es braucht, um dieses Spiel zu zocken und nicht noch mehr. Versteht ihr? Aber egal, scheiß drauf. Let's fail, das ist die Hauptsache. Wie gesagt, wir zocken jetzt PvP auf einer 5 gegen 5 Arena. Oh, die haben ein Cupid, ist das behindert. Wie schon erwähnt, zockt ihr hier halt Götter, das heißt Hades, Zeus, ich habe halt Ra, in unserem Team ist halt Nemesis, Ra, Zeus, Loki und Thor. So, in ihrem Team ist halt Neve Ra, Cupid, Hades und Zeus. So, es gibt halt ganz normale halt Range Carries, also ADCs wie bei League of Legends, dann gibt es AP Carries, sowas wie Ra, was ich jetzt habe, oder Zeus. Dann gibt es Healer bzw. Supporter, das ist sowas wie Cupid, das heißt, dass er einfach da die ganze Zeit rumfliegt, ein bisschen mit Pfeilen rumschießt und halt die Teammates hochheilt. Und dann gibt es natürlich auch Melee Damage Carries, das heißt sowas wie halt Loki oder Thor, ist glaube ich auch, ja, Thor müsste auch ein Melee Damage Carry sein. So,
Ich erkläre euch ganz kurz, wie das hier funktioniert. Mit der linken Maustaste greift ihr an, mit der rechten Maustaste passiert nichts. 1, 2, 3, 4 sind eure Fähigkeiten, die ihr benutzt. F1 bis F4 skillt ihr eure Fähigkeiten hoch. Mit I öffnet ihr den Item Shop. Ich kaufe jetzt am Anfang einfach Boots und ein paar Potions, weil ich das gewöhnlicherweise so mache. Ich habe das Spiel damals gezockt, als es noch wirklich so, sagen wir es mal, im Early Access war, also so ähnlich wie bei Steam, obwohl es das Spiel jetzt bei Steam noch nicht gibt. Keine Ahnung warum, vielleicht kommt es ja bald. Oder vielleicht irre ich mich auch und es gibt es schon bei Steam. Eigentlich habe ich aber nachgeguckt und habe es nicht gefunden. Wie gesagt, ich bin halt ein Range Carry. Ich greife, also Range AP Carry. Ich greife halt mit Auto-Attacks an, die kosten hier nichts. Und in diesem Mode kommt es halt darauf an, dass aus eurer Base, also das ist die hier bei uns, in die andere Base Minions reinlaufen. Das heißt, ihr müsst ja halt teilweise auch Minions pushen und dann halt vor Auto-Attacks ausweichen und gucken halt, dass ihr nicht sterbt. Das ist halt auch wirklich die Hauptsache bei diesem Spiel. So, und schon haben wir einen Kill. Jetzt zwei Kills sogar schon. 2-1 steht jetzt für unser Team. Ihr müsst halt ein bisschen hier die Minions pushen. Ihr müsst natürlich versuchen, den Skillshots von Gegnern auszuweichen. Ja, also das Prinzip von diesem Spiel ist eigentlich, was heißt ganz einfach, es ist halt ein MOBA-Prinzip. Es kommt natürlich dann drauf an, welchen Map ihr spielt und welchen Mode ihr spielt. Aber das Prinzip von dieser Map ist es halt wirklich einfach. Den könnte ich noch abstauben. Nein, geht nicht mehr. So, hier geht es halt wirklich darum, die Gegner zu töten und die Minions zu pushen. So, das Coole, was die jetzt neu dazu gemacht haben, was ich jetzt früher nicht gesehen habe, ist, wenn ihr halt mit Auto-Attack zum Beispiel jemanden anvisiert, oh, ich habe jetzt gar nicht auf den Boden geachtet, das war ein AOE. Wenn ihr mit Auto-Attack jemanden anvisiert, dann seht ihr das mit so einem Rechteck. So, dann seht ihr das mit so einem roten Rechteck, dass ihr halt auch wirklich den Gegner anvisiert habt. Es ist ganz cool gemacht, denn ich dachte, das gab es halt früher nicht, also als das Spiel halt wirklich noch in einem anderen Stadium war, nennen wir es mal so. Ich finde das echt bequem und nützlich teilweise. Oh Gott, was ist das denn für ein... Ach, das war der Ulti von dem oder so. Ja, stimmt ja. Oh Gott, hier harasst die mich noch von der Seite oder was? Komm her, Alter. Dann triffst eh keine Skillshots, oder? Doch, tut sie. Nicht gut. Oh mein Gott. Wurde ich gerade weggesnackt? Jo. Ach, von Ra. So, kaufen wir mal weiter. Hier machen wir mal mit dem Item weiter. Also ich gucke jetzt gar nicht auf die Items, sondern ich baue halt die ganze Recommended Mist, also was halt empfohlen ist mit diesem Champ von Anfang an, weil ich halt sowieso jetzt nicht die ganzen Items auswendig lernen will, sondern ich will euch halt einen kleinen Eindruck in dieses Spiel gewähren. Und das reicht halt auch für den Anfang für ein Video. Ich werde das Spiel auf jeden Fall noch mit ziemlich vielen Let's Try, Let's Play, Let's Fails bearbeiten, beziehungsweise werde euch neue Videos dazu senden oder geben. Wie gesagt, es kommt schon halt wirklich drauf an, dass ihr halt drauf achtet, was auf dem Boden ist, was halt überall so rumliegt und so. Also ihr müsst halt wirklich drauf achten, dass ihr den Skillshots ausweicht von den Gegnern und dass ihr selber halt Skillshots landet. Ich versuche jetzt hier ein paar auszuweichen, indem ich wegrenne. So, sehr schön. Ich glaube, ich bin gekommen. Okay, da ist noch einer, den ich helfen könnte. Oh, dieser Ra. Ah, verdammt. Oh, der ist immer noch hinter mir her. Ja, er trifft aber seine Skillshots halt nicht. Oh, da hat er mich mit dem Ulti weggesnackt. Also, was mir bis jetzt aufgefallen ist in diesen paar Runden, ist halt, dass die Ulti von manchen Champs, also besonders bei Arena, ich weiß nicht, mir kommt es halt so vor, dass die Ultimates teilweise eine viel zu kleine Cooldown haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, also wenn ihr das Game halt kennt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch so findet, aber weiß ich nicht, teilweise, komisch, also wirklich komisch. Ich sag jetzt nicht, dass es unbedingt schlecht ist,
sondern es fühlt sich teilweise halt komisch an vom Gameplay, wenn ihr halt... Oh Gott, das war schlecht von mir. Oh, noch schlechter geht's ja nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe ja jeden Skillshot verkackt und ich habe gerade mal 3. So. Also mir kommt es wirklich so vor, dass teilweise die Ultimates eine viel zu kleine Cooldown haben. Was ja natürlich ein heftiges... ja, was natürlich heftig aufs Spielgeschehen einschreitet, wenn ihr halt die ganze Zeit eure Ultimate einfach durchcastet und damit halt Kills kriegt, beziehungsweise Assists. Vielleicht ist es halt, weil ich das Game halt jetzt erst seit langem wieder anzocke, vielleicht ist es deswegen, aber ich habe halt jetzt bis jetzt halt nur gerade mal so 3 Runden, ne, was habe ich gezockt? Ich habe 2 Runden PvP und eine Bot-Runde, ja, also 3 Runden habe ich gezockt. Und das ist jetzt die vierte Runde sozusagen, also die dritte Runde PvP und insgesamt die vierte Runde. Und es fühlt sich, ja, das Spiel ist wirklich geil. Also ohne, ich habe das schon damals geil gefunden, also das, dagegen sage ich wirklich nichts. Also ich sage nicht, das Spiel ist scheiße oder so, sondern mir ist halt wirklich aufgefallen, dass halt die Cooldowns wirklich niedrig sind, beim, also bei, zumindest beim Ultimate von meinem Champ. Oh Gott, mein... Oh nein, nicht schon wieder dieser Ulti. Oh Gott, jetzt rennt doch einfach. Verfluchte Scheiße. Mein Gott, wieder mich nur wegsnackt, der Junge. Oh mein Gott. Ist das heftig, ist das heftig. So, ich muss noch ein bisschen üben, was Skillshots-Treffen natürlich betrifft. Weil, wie gesagt, ich habe halt eine ziemlich große Pause von diesem Spiel gehabt. Ich sage jetzt mal so 5-6 Monate. Aber mein Gott, wenn ich weggesnackt werde, dann ist es halt auch witzig. Dann ist es für euch witzig, dann ist es für mich witzig und dann ist doch alles gut. So. Dann müssen wir ein bisschen die Minions pushen. Es steht halt gerade 316 zu 282. Das heißt, bei denen... Oh, tut mir leid. Bei denen müssen halt noch 361 Minions in unsere Base kommen. Und bei uns müssen es halt nur 270. Das heißt, wir sind halt im Vorteil, weil bei uns nicht mehr so viele Minions rein müssen. In ihre Base rein müssen. Oh Gott, der hat mich geflasht. Boah, das ist richtig krass. Habt ihr diesen Flash gerade nicht gekriegt? Das ist halt, wenn Ra. Wenn Ra die zweite Fähigkeit macht. Das heißt, diesen Slow. Und wenn ihr zu lange da drin bleibt, dann kriegt ihr einen richtig heftigen Screen Flash. Der war noch nicht mal so heftig. Er kann noch viel heftiger werden, wenn ihr halt wirklich länger drinnen bleibt. So, ich gehe mal wieder back zur Base. Man kann sich auch mit B hier zurückporten. Was ja nicht unbedingt empfehlenswert immer ist, aber es geht zumindest. So, ich kaufe mal das hier und dann machen wir mit diesem Item hier weiter. So, ein paar Health Powers noch und dann geht's weiter. Ja, mein Eindruck bis jetzt von diesem Spiel, also obwohl ich das halt schon von früher kenne, zähle ich das trotzdem teilweise zu meinem, naja, zu meinem Zweiteindruck, nennen wir es mal so. Es hat sich teilweise verbessert, also an die Dinge, was ich mich halt erinnere, was halt so Skillshots betrifft und so, es fühlt sich halt ein bisschen besser an als vorher. Oh Gott, what the fuck, ich dachte, ich habe meinen Skillshot schon gemacht, egal. Auf jeden Fall, es ist ein richtig cooles MOBA in der Hinsicht, dass es halt anders ist als andere wegen dieser Third-Person-Sicht und weil ihr halt wirklich viel mehr darauf achten müsst, dass ihr Skillshots ausweicht. Also Minions bringen euch in diesem Game teilweise gar nichts, außer dass ihr, dass die halt pushen und so. Aber was jetzt Skillshots betrifft, bringen die Minions euch jetzt nicht so viel. Da ihr wirklich darauf achten müsst, dass ihr, auch wenn Minions vor euch seid, dass die Skillshots euch dann trotzdem treffen. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, verdammt. Oh. Puh, scheiße, scheiße. Ich habe gerade übelst einen Kloß im Hals gehabt. Oh, es tut mir leid. Puh. So, okay, ich hätte vielleicht ein bisschen in den Skillshot reingehen sollen. Boom. Da habe ich mal Assist geholt. So. Oh, dieser Cupid, ey. Das ist so ein nerviges, kleines Scheißvieh. Der guckt gar nicht hinter sich. Wow, 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 ich bin raus hier. I'm
Ich bin dann mal zu Hause, ne? Wie Cartman es so schön gerne sagt. Boom. Oh mein Gott, jetzt kann der sich mal aus meinem Leben verpissen. Geht echt auf den Nerv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin tot. Wie heißt denn der Typ, den er zockt? Mich hat, wie hieß der? Mich getötet hat. Mich hat, glaube ich, Hades getötet, ne? Also dieser Glacier ATX oder so. So, ich muss wieder hochskillen. Machen wir mal mit dem Item weiter. So, wie viel? Okay, die Respawn-Time seht ihr halt, wartet mal, wenn ihr die Alt-Taste drückt, seht ihr halt die Maus. Und hier ist halt die Respawn-Time, da könnt ihr nochmal die Passive und so von euren Champ durchlesen. Dann könnt ihr halt so eure Fähigkeiten durchlesen. Was das hier, kann ich euch noch nicht mal sagen, was das ist. Kein Plan. Ich kenne mich wirklich nicht so toll mit diesem Spiel jetzt aus. Hier seht ihr halt, dass ihr halt mit Left Alt irgendwie halt die Maus halt hier rausnehmen könnt. Ja, beziehungsweise draufdrücken könnt, also linke Maustaste, dass ihr halt Autotext macht. Hier halt diese Punktzahl, die ich euch erwähnt habe, also je weniger in dieser Arena, desto schlechter. Hier halt die Minimap, die Champions, meine Items und Stats. Ja, das war's für den Anfang. So. Ach Gott. Oh, scheiße. So, ich versuche jetzt mal die Minions hier ein bisschen entgegen zu pushen. Und natürlich wieder die Leute wegzusnacken. Oh! Mit einem Skillshot habe ich den weggehauen. Krass, wie viel mein Champ Damage macht, also wie viel mein Gott Damage macht. Ah, okay, jetzt habe ich erst jetzt habe ich nämlich gecheckt, wie meine zweite Fähigkeit funktioniert. Ich dachte, ich place die auf einem bestimmten Platz, so wie meine dritte Fähigkeit. Oh nein, nein, nein. Oh, zum Glück habe ich nicht erreicht. Aber ich kann einfach damit rumrennen. Und dann erst nach einer Weile aktiviert sich das halt. So, jetzt ist der halt geslowt, der kleine Spacko. So, bam. Meine Ulti habe ich leider noch nicht, aber ich kann das hier machen. Oh, der ist wieder weg, der ist wieder weg. Oh, Hades, geh doch mal weg, Alter. Oh! Verdammt, jetzt geh endlich weg. Jo, lauf! Lauf! Nein! Der hat mich getötet, Mann. Scheiße, ich hätte einfach laufen sollen. Das Coole dran ist an diesem Spiel, was auch halt wirklich gut gemacht ist, wenn ihr Auto-Attacks macht, egal ob Melee oder Range-Chance, dann werdet ihr verlangsamt. Das heißt, so ähnlich wie in einem Shooter halt. Das heißt, ich mache halt so mit meinem Zauberstab, dann fliegt der Auto-Attack, aber in der Sekunde, wo ich den Zauberstab benutze für den Auto-Attack, werde ich geslowed. Das heißt, es ist nicht immer gut, sich umzudrehen und halt versuchen, die Gegner irgendwie noch zu holen, sondern manchmal ist es wirklich gut, komplett wegzurennen und versuchen halt nach links, nach rechts halt so zu dodgen, damit ihr halt den Auto-Attacks ausweicht. Also, es gibt hier wirklich sehr viele Prinzipien bzw. sehr viele Möglichkeiten, wie ihr dieses Spiel beherrscht bzw. richtig spielt. Und das ist, glaube ich, das, was an MOBA, an jedem MOBA gut sein ist oder gut sein sollte. Egal, nevermind. Genug gequatscht, wir haben gerade gewonnen. Schreibe noch GG rein. Victory, sehr schön. Das ist jetzt mein zweiter Sieg in Folge. Ich kann es kaum glauben. gucken wir mal gleich meine Stats an. Oh, seht man schon jetzt. 6 zu 6 zu 19 habe ich. Jetzt seht ihr halt nochmal euren Champ. Der macht halt, wenn ihr gewonnen habt, macht er halt so eine irgendeinen coolen Move oder sowas. Ja, der macht hier halt richtig auf Boss-like und dann macht er halt hier gleich so hier und dann guckt er hier schön auf die Fingernägel. Hier seht ihr halt ganz normal die Experience, also euer Level. Dann man hat hier auch einen Gottrank, das heißt, je öfter ihr den Gott spielt, desto mehr Gottrank habt ihr halt. Was das jetzt bringt, kann ich euch noch gar nicht sagen. Das werden wir dann im nächsten Video rausfinden. Dann seht ihr halt, wie viele Players ich gekillt habe. Ich habe halt 5 Stück gekillt. Ich habe einen Double Kill gemacht und ich habe halt 19 Assists gemacht, was halt nicht so schlecht ist für ein. Wie lange hat das Spiel gedauert? 10 Minuten oder sowas? Weiß ich gerade gar nicht. Steht das hier irgendwo? Match, 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 Match. Wie lange das Match gedauert hat? Nee, ich sehe das gerade irgendwie nicht. Egal, ist ja auch nicht wichtig. Wir machen mal kurz auf Form und gucken nochmal schnell das Menü an. Wie ich halt schon erzählt habe, also ich finde das Menü von
von Smite einfach nur geil. Es ist wirklich so interaktiv und so. Ich meine, eine scheiß Frau, die auf dem Panther ankommt und dann mit ihren riesigen Titten hier rumschwingt. Was natürlich nur Nebensache ist, ne? Zwinker, Zwinker. Und sowas, also dieser kleine Humor und sowas, was mir bei einem Spiel auch halt richtig Bock macht. Es macht halt Bock, ohne dass ihr überhaupt angefangen habt, es zu zocken. Ihr seht halt, da waren halt drei Götter, da kommt halt ein vierter Gott dazu und Spaß mit denen ein bisschen rum, da geben die sich High Five. Es ist, ja, sowas macht mich teilweise echt sprachlos, wie man auf sowas kommt und beziehungsweise das ist halt heutzutage, und das ist heutzutage echt selten, ja, dass sich Entwickler für Spiele Zeit lassen. Sie lassen sich Zeit und machen erstmal was Ordentliches, bevor sie es rausbringen. Sie bringen von mir aus auch Early Access raus und dann kommt auch ein gutes Spiel dabei raus. Aber wenn das Spiel halt draußen ist, das heißt zum Beispiel aus Early Access jetzt wie bei Steam, wenn es aus Early Access raus ist, dann ist es ein fertiges Spiel und nicht eine verbuggte Scheiße. Wie bestes Beispiel, Red Saber Takedown heißt das glaube ich bei Steam, was gerade mal 1 Euro gekostet hat jetzt, beim Sale. Einer der verbuggtesten Spiele, die ich überhaupt kenne. Aber genug von anderen Spielen, wir bleiben natürlich wie immer bei MOBA Games, zumindest zur Zeit. Ich muss mir noch überlegen, ob ich einen Zwei-Channel aufmache, denn ich will auf jeden Fall auch andere Spiele vorstellen. Ich habe halt ziemlich viele Beta-Keys und nicht jeder von diesen Spielen ist halt ein MOBA-Game. Deshalb würde ich mich halt mir einen kleinen Feedback geben, ob ihr Bock habt, dass ich auch andere Games vorstelle oder ob ich weiterhin bei MOBA-Games bleiben soll, also nur bei MOBA-Games bleiben soll. Oder, dritte Möglichkeit, ich mache einen Zwei-Channel auf, also mit einer anderen E-Mail und einem anderen YouTube-Channel, wo ich halt andere Games vorstelle und dieser Channel bleibt wirklich nur ein MOBA-Channel. Was haltet ihr davon? Ich würde gerne eure Meinung wissen, ist nicht so schwer, macht einfach mal einen Kommentar da unten hin. Und sonst sage ich nur Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, dann würde ich sagen, abonniert ihn mal auf diesen coolen roten Button, beziehungsweise subscribe mich, wenn ihr Bock habt auf mehr. Bis dahin würde ich sagen, sag ich mal, bis morgen und mit einem nächsten MOBA-Video. Euer Krischer, beziehungsweise on my way to own you. Haut rein!